siamo tutti un po' davanti, uno alla volta. Avanti, grazie. Vostra destra. Ma anche e soprattutto, permettetemi di sottolineare, concludendo, il gioco di squadra tra Germania e Italia. Chi segue il calcio ha un'antologia di gioco tra squadre di Germania e Italia. Ebbene, qui abbiamo giocato nella stessa squadra e abbiamo vinto. Abbiamo riportato a casa questo quadro, grazie al ministro Maas, grazie alla collaborazione della Germania, grazie all'azione di tutte le componenti già ricordate dell'Italia, questo nostro non mollare mai che ha permesso di raggiungere il risultato. Grazie ancora a tutti. Prende la parola il ministro. Kunst verbindet und Kunst schafft Kultur. Und Kunstwerke ermöglichen Identifikation und sie schaffen auch Identität. Und wo spürt man das als Europäer stärker als hier in Florenz, der Wiege der Renaissance, der Keimzelle des Humanismus? Die Idee, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass er frei ist und vernunftbegabt, dass dies die menschliche Würde ausmacht. Und diese revolutionäre Idee, die breitete sich von hier aus über den gesamten Kontinent irgendwann einmal aus. Es ist dieses letztlich gemeinsame europäische Erbe, das uns bis heute verbindet. Und darin liegt auch der Ursprung unserer Werte, die uns verbinden in Europa, der Kern unserer europäischen Identität. Eine europäische Union ohne Freiheit, ohne Vielfalt, ohne Solidarität ist eben wie ein Museum ohne Bilder, wie eine Vase ohne Blumen, dem Sinn entkernt. Doch gerade die europäische Solidarität wurde in den letzten Jahren vielen harten Proben unterzogen. Hier in Italien haben die Menschen das auch ganz besonders gespürt. Zuerst in der Finanzkrise und in den vergangenen Jahren auch angesichts von Flüchtlingen und Migranten, die über das Mittelmeer gekommen sind. Und wenn wir es ernst meinen mit europäischer Solidarität, mit unseren gemeinsamen Werten, dann dürfen wir die Mittelmeeranrainer nicht alleine lassen mit diesem Problem. Und die Menschen, die auf der Flucht sind, die können nicht darauf warten, bis sich alle Mitgliedstaaten in Europa irgendwann einmal geeinigt haben. Und